Hier im Gefängnis Berlin-Moabit hat Ahmed Mansour das Wochenende verbringen müssen. Jetzt ist der arabische Star-Journalist wieder frei. Das hatte die Generalstaatsanwaltschaft beschlossen. Die Behörden glauben nicht an ein faires Justizverfahren gegen Mansour in Ägypten. Auch die Bundesregierung machte schon vor der Entscheidung klar, sie hat Zweifel an der Unabhängigkeit der Gerichte. Sie können jedenfalls gewiss sein, dass all das, was die Bundesregierung zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit in Ägypten gesagt hat, in jede Entscheidungsfindung mit einfließen wird. Mansour war am Samstag auf dem Flughafen Tegel bei der Ausreise festgenommen worden. Sein Name stand auf einer Fahndungsliste. In Ägypten wird ihm unter anderem Folter zur Last gelegt. Das bestreitet Mansour. Ich wurde aufgrund eines Ersuchens der ägyptischen Behörden verhaftet und das, obwohl ich den deutschen Behörden erklärte, dass Interpol das ägyptische Ersuchen zurückgewiesen hat. Ich habe ein Schreiben von Interpol dabei, das beweist, dass ich nicht gesucht werde und dass alles konstruiert wurde, was Ägypten gegen mich vorbringt. Mansour und seine Kollegen von Al Jazeera sind scharfe Kritiker des Militärregimes in Ägypten. Kairo dagegen sieht in dem Sender aus Katar ein Sprachrohr der Muslimbrüder. Mansour kann nun seine Arbeit für Al Jazeera fortsetzen.